Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Gelb Randomized. Wir sind immer noch hier, legen uns mit ein paar Leute an und da ich meine Stimme noch ein bisschen schonen möchte für das spätere Video, das ich noch aufnehmen muss, das bin immer noch in der gleichen Aufnahmesession, kann ich ja noch ein paar Geschichten aus dem Leben erzählen vielleicht, auch wenn es keinen interessiert. Oder wir kommentieren einfach das, was hier vorgeht. Jedenfalls sind wir eigentlich so im Moment aufgestellt, dass wir eigentlich auf jedes Pokémon irgendwie reagieren können. Weil sobald Krokowai dann in der nächsten Stadt, die wir besuchen werden, das Safronia City, kriegen wir Psychokinese geschenkt. Dann können wir nochmal ein bisschen effektiver austeilen. Weil dann können wir auch Geister-Pokémon endlich richtig mit der richtigen Combo begegnen. Die können mich zwar dann auch verletzen, weil ich ja nicht reines Psycho-Pokémon bin. Aber auch nee. Muss diese Attacke sein. Ja. Ich bin froh, dass sie das in der zweiten Generation, wie soll ich sagen, entschärft haben. Weil in der ersten war das ja richtig unangenehm mit Wickel und Umklammerung und hast denn nicht gesehen. Evoli, jawohl, da kam wieder der Cheapy Crazy ran. Weil ich glaube, vielleicht muss ich ja mal schauen, vielleicht finde ich ja noch was man gegen Hornbohrer austauschen kann. Pang, ich frage mich auch, ob man schon mal Kreuzhieb schon hier lernen kann. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr, ob es die schon in der ersten Generation gab oder nicht. Weil so präsent habe ich die jetzt auch wieder nicht mehr im Kopf, dass ich da noch jede Attacke weiß, die man erlernt. Ich bin auch noch ein bisschen mit Armageddon immer noch im Hinterkopf, weil da war ja die Mischung zwischen eigentlich allen Generationen. Bis zur Nummer 3. Ja komm, also den machen wir doch. Ach, ich hasse es. Ich hasse es, wenn man meine Genauigkeit senkt. Boom. Nicht drauftreten kann ich trotzdem noch. So. Boom. Ja, der Fly ist zielsicher. Jawohl, wir nähern uns langsam, dass alle wieder auf dem ungefähr gleichen Niveau sind. Kingler. Ist halt mein Donner-Pokémon. Müssen wir den noch weghauen? Der ist eh mein stärkstes gerade. Müssen dann irgendwo mal eine Limite finden. Ich mach mal wieder das neue Album von Dead by April an oder die tolle Musik, die mir der Onkel Fly geschickt hat gestern, und mache dann mal so ein Morgen so ein Training, sage mal so auf Level 35 alle. Dann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder, wenn dann alle. Sorry, mein PC hat gerade irgendwas geladen. Ich bin nicht sicher, ob jetzt der Emulator abstürzt oder so. Kann manchmal passieren. Aber wir haben ja zwischengespeichert, von dem her kann nicht viel passieren. Ich speichere aber trotzdem später nochmal. Genau, ein Boden. Ja, der Chef ist halt der richtige für Boden-Pokémon. So. Peng! Ich finde es einfach schade, dass irgendwie der Palmenkopf, also der Chef, irgendwie gerade im Moment. Mewtwo, aha. Aber sonst geht's euch gut. Das ist eine gute Frage. Auch in jemanden, der nicht den stärksten Angriff generieren kann. Ja, wir nehmen mal ihn. Ist klar. Schädnick, walte deines Amtes, bewerf ihn mit Kokosnüssen. Was haben wir denn da? Megasauger, Stampfer, Eierbombe. Wir machen mal Stampfer. Mir nicht so viel ab. Pum. Bei Stampfer hat auch noch die Eierbombe. Eierbombe. Verdammt. Nochmal Eierbombe. Mal schau dich der. Oh. Eierbombe zieht aber schön viel ab. Dum, dum, dum. Ab höheren Level wäre das Vieh echt stark. Muss man so nahtlos eingestehen. Jo. Warum habe ich verloren? Weil du schlecht bist. Ich glaube, die beiden Damen hier, die machen wir noch. Und ich glaube, den Rest, dann spare ich mir mal auf. Dann können wir mal ein bisschen die nächste Stadt noch ein bisschen austesten.
testen? Nein, testen kann man nämlich nicht sagen. Suche ich nach dem Wort, das ich finden möchte. Auskundschaften, genau. Jetzt ist es wieder. Sag mal, habt ihr alle solche Sachen? Was auch immer mit Hornbohrer. Das wäre ja peinlich, wenn ich ihn damit treffen würde. Oh, der macht viel Schaden. Schade, okay. Dum, 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 dum. Ich habe eine sehr schwache spezielle Verteidigung, sehe ich da gerade. Der nochmal Konfusion macht. Okay, Hornbohrer. Ich benutze keinen Steinhagel. Noch nicht. Dieses Mal nutzt. Warum benutzt man zu Beginn Konfusion? Macht mich fast damit tot und benutzt dann ständig Aussetzer. Ich verstehe manchmal die KI des Gegners nicht ganz. Ah, stimmt, ja. Hier war doch noch was von wegen Megasauger. Oder? Jawohl. Da geht's nicht drum um den Angriff, es geht darum, KP zurückzukriegen. Peng! Müsste ihn eigentlich killen und mir wieder das volle HP zurückgeben. WTF, warum kriege ich nur so wenig? Ich hab ihm doch das Ganze. Ja, okay. Ich verstehe das also wieder mal nicht. Yo. Ist ein gewitzter Kerl. Ja, ich bin auch ein tückischer Fiesling, wenn es darum geht, bei Overlord unangenehm zu sein. Wo ich, by the way, offscreen auch ein bisschen gefarmt habe. Das kann ich ja hier sagen. Und ja, ging ja nicht gut. Sind alles jetzt gerade im Moment so Spiele, wo ich richtig Lust drauf habe. Also eigentlich alles, was ich jetzt mache. Sei es Pokémon, sei es Theme Park Manager, sei es COD2 und Overlord. Da habe ich gerade richtig Lust drauf. Das sind wirklich Sachen, da nimmt man gerne auf. Auch wenn es irgendwie gibt, manchmal können die Sachen einem auch richtig unangenehm sein. Weil das Spiel entweder so übelst schwer ist, dass man weinen möchte. Oder bei COD ich wieder mal zeige, wie schlecht ich eigentlich bin. Peng. Aber egal. Man nimmt es so, wie es kommt. Und ja, das ist halt eigentlich das, was es hier ausmacht. Was haben wir jetzt eigentlich? Jo, och, komm. Wir ziehen das doch. Ja, können wir eigentlich. Ich mach hier noch schnell kurz einen Zwischen. Ah, das war nicht das. Genau, ich wollte noch schnell sichern, falls doch etwas passieren sollte. Und mit dir? Mit dir habe ich schon. Ich glaube, dann gehen wir doch schnell wieder zurück. Das mache ich aber schnell auf Speed. Können wir ein bisschen Zeit einsparen. Und ja, können wir uns nochmal schnell aufheilen gehen. Weil es geht nämlich unten, nach unten geht es noch weiter und nach links. Auch noch ein paar Trainer, die könnten wir eigentlich auch noch machen. Ja, und dann irgendwann wäre es mal an der Zeit, die Safari-Zone zu begehen und das noch zu tun, dass der eine seine Zähne wieder hat, der wieder mit den Leuten kommunizieren kann. Wo ich mich frage, wie der das geschafft hat, sein Gebiss zu verlegen. Ich bin immer der Meinung, wenn du auf ein Gebiss angewiesen bist, dann verlegst du das doch nicht, aber scheint wahrscheinlich, das kann schon mal passieren, denken sich wahrscheinlich ein paar. Normalerweise sind das hier ja Wasser-Pokémon-Trainer. Jo. Aber ich bin gespannt, was der Randomizer daraus macht. Genau, in deinen Badehose unterwegs. Ein Schwimmer ist das. Jo. Level 30. Puh. Wir trampen trotzdem mal auf die Pflanze drauf. Es musste wohl sein, oder? Musste wohl sein. Kann ich schon wieder zurück? Nur um diese blöde Paralyse zu heilen. Manchmal habe ich da das Gefühl, die machen das extra. Einfach um mir sowas auszuwischen. So nach dem Motto: viel Spaß damit. Hey. Och nee. Ich hasse es, wenn ich verwirrt bin. Ja, weil genau meistens das passiert. Blip. Blim, blim. Peng. Ja, genau. Willst du mir etwa jetzt sagen, dass sein Panzerschutz ihm so viele Dings gibt, dass er sich... Ja, komm, hau dich selber.
Genau das habe ich nicht gehofft, dass es passiert. Genau. Genau. Ach ja. Na, mein Freund, was läuft? Genau, das war auch da. Ich vergaß, ja. Whee! Peng! Gibt aber wieder mal nicht viel HP dazu. Dieser Fiesling. Kann ich gleich wieder zurückgehen, weil er mich wieder paralysiert hat. Naja, mir ist nicht warm. Ich spule das mal schnell. Es geht ein bisschen schneller. Aber hier komme ich wenigstens wieder in das Pokémon Center rein. Das ist, so, hier waren wir und sind da wieder. So! Da läuft mein Freund. Warte, sonst bekommst du einen Herzinfarkt. Naja, nicht wirklich. Ich glaube, statistisch ist das noch nicht so möglich, dass ich bin jetzt kein Risikopatient. Och nee, wieder so ein Sporenkopf. Habe ich irgendwas mit Feuer? Nee, aber ich habe was mit Eis. Müsste dem eigentlich auch Aua machen. Kratzer macht er. Also mal schauen, ich dachte, Eis sei effektiv gegen diese Sporenköpfe. Jawohl, habe ich da noch richtig im Kopf gehabt. Boom. Bam. Junge, kann man die ja noch direkt angreifen. Kriegen, glaube ich, erst ab Generation 3 diesen komischen Effekt davon wegen Statik oder Pilzspore. Wollen die mich verarschen? Ein Zapdos? Really? Dafür bin ich ja vorbereitet. Das hatte ich auch mal. Das habe ich mir nicht immer geholt. Das war der einzige von diesen. War wohl Arctos? Nee, Arctos habe ich mir auch gerne geholt. Bei Arctos muss ich immer an diesen Schneemann von Tabaluga denken. Der seine Augen in seinem Zylinder hatte. Das ist natürlich das hart. Aber das Ding kann man gut one-shotten, weil es eine Vierfachschwäche gegen Gestein. Ja, nice. Blei holt auf. Aber. Gift. Ich hab keine Psycho-Attacken. Das nervt mich gerade ein bisschen. Gift. Ich bin mal gespannt. Ich war mir gerade nicht. Ja, Boden halt noch. Aber Gestein war, glaube ich, normal gegen den. Ich habe keine Boden-Attacken. Ich will mal schauen, wie viel Eisstrahl bei ihm macht. Ja. Eigentlich genug. Und Bodyslam hat ja nicht so eine starke Verteidigung. Bei den nächsten Editionen kriegt er ja dieses Bedroher dazu, wo die den Angriff vermindert. Dann ist man da nochmal ein bisschen mehr gewillt aufzupassen. Wir könnten ja auch eigentlich mal einen Kampf in der Arena machen, mal so zum bisschen das Kräfte messen, um zu sehen, wie stark wir eigentlich sind. Hier sieht's aus, als hätte der so ein Loch im Kopf. Schaut euch das mal an. Ja. Ja, Intelligenz siegt über hohe Kraft. Ist nicht immer der Fall. Ein Jongleur. Oh, meine Nase. Okay. Sieht er nicht allzu gut. Okay, zwar, der hat nur ein Pokémon, das heißt. Oh, Guillotine. Ui, Glück gehabt. Peng. So, weiter weg mit dir. One-Shot in dem Fall. Also. Ja, sicher. Ein Angriff von dem Kerl und ich bin fast tot. Ach ja. Bist du dir sicher, mein Freund? Der ist schon Level 35. Oh Mann. Ich glaube, es ist doch die beste Idee, dass ich mir mal das Wochenende das nächste Mal Zeit nehme, um mal alle auf Level 35 zu trainieren. Ich glaube, das ist die schlauste Idee, die ich machen kann. Weil dann können wir dann von dort eigentlich alle geruhsam weitergehen und alles so weitermachen. Aber es hat geklingelt. Ich werde das dann machen. Dann werden dann alle Chefs auf Level 35 sein. Das ist eigentlich so eine Arbeit. Die sind ja alle schon, ja nur überall drei Level. Das macht man schnell mit dem hohen Gras. Unten auf Speed und mit Musik im Hintergrund. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Gelb Randomized. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.